Und damit recht herzlich willkommen zurück bei Cyberpunk 2077. Wir stehen auf dem Penthouse vom Competti Plaza. Haben hier gerade noch was eingesackt und jetzt müssen wir aber im Schweinsgalopp aus dem Penthouse fliehen. Weil hier gab es einen kleinen minimalen Zwischenfall, wie man sieht. Er liegt hier am Boden. Aber wir haben den Relic. Jackie, please come. Wo bist denn du? Na, kommt er. So langsam, wie der da angedoppelt kommt, ne? Jackie. Du zuerst. Ich halt die Augen offen. Oh. Okay. Ja, Jackie, bis du mal kommst. Da hinten kommt er angeschlappt. Schaut euch mal an. Wir sind auf der Flucht. Ja, komm du mal los, mach schon. Komm mal her. Steht da hinten, ja los, mach schon, kommt da angeschlappt, ne, als gibt's kein Morgen mehr. Komm, Jackie. Ja, komm halt mal. Wir sind auf der Flucht, mein Junge. Du schaffst das, Jackie. Nicht runtersehen. Wir haben auch die geilsten Schuhe für sowas okay. an, ne? Oh, das ist verdammt hoch. Mhm. Scheiße, ist das Trauma? Wenn's wegen Saburo ist, sind sie etwas spät. Hoffe, die haben uns nicht gesehen. Oh, fuck! Oh, shit! Oh, Gott. Fuck, Jackie! Das war knapp. Der Relic. Madres. Oh, Jackie, du bist verletzt. Jackie, du blutest. Das hat Zeit. Sieh nach dem Relic. Druckabfall im Behälter. Biochip-Integrität bei 94%. Und sinkt weiter. Carajo. Parker, ruf sie an. Und ihr sagen, der Koffer ist hin? Tu's einfach! Wie? Competti ist überall in den Nachrichten. Was zur Hölle ist da los? Probleme. Der Kryokoffer ist beschädigt. Biochip-Integrität bei... Jackie? 86%. 86% und sinkt. Scheiße. Okay, hör mir zu. Ihr könnt nur eins tun. Einer von euch muss den Relic in seinen Neuralport stecken. Das klingt nicht gerade sicher. Je länger ihr wartet, desto größer das Risiko, dass wir ihn verlieren. Naja, irgendwer muss es tun. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jackie, alles okay? Weiß nicht. Denk schon. Fühl mich nicht anders. Wenn ihr zurück seid, nehmen wir den Relic raus und machen eine Neuralreinigung. Aber zuerst müsst ihr da raus und zwar sofort. Wir arbeiten dran. Jackie. Del, wir sind gleich da. Halt dich bereit. Klar? Natürlich, Mr. Wells. Das hoffe ich doch, Mann. Wir müssen irgendwie die Lobby erreichen. Der einzige Weg zur Garage. Und wir sollten uns beeilen. Oh je. Ahora sí. Gut. Jetzt lass uns verschwinden. Im Competti Plaza wurde ein Code Red ausgelöst. Bitte verbleiben Sie in Ihren Zimmern. Madres, wir haben alles gesichert. Wir gehen da runter. Das ist eine Übung. Sonderkommando? Wir sind in der Lobby. Durchsuchen das ganze Gebäude. So, Leute, wir gehen jetzt im YOLO-Modus da durch, weil ich... mit Schleichen und so Sneaky-Peaky-Zeug. Ey, das habe ich so null drauf. Also, ihr wisst, welche, die schon öfters zugeschaut haben, das klappt 0,0. Egal, wie sehr ich mir das vornehme, das zu machen, es funktioniert so gar nicht. Überhaupt nicht. Ich bin
der schlechteste Schleicher. Deswegen gehen wir jetzt einfach im YOLO-Modus da durch. Ich habe jetzt hier so eine Mega-Waffe. Sehr gut. Außerdem können wir da noch looten. Wir lesen die jetzt nicht. Ach, guck mal. Können wir das hier mal kurz hacken? Wartet mal kurz, falls hier Gegner kommen. Ich habe gerade keine Zeit. Ich muss schnell ganz kurz mal was hacken. Aber dann bin ich bereit für euch. Naja, immerhin, ne? Wir können ja noch nicht so viel machen. Wir haben noch keinen so geilen Chip im Kopf. Achtung! Im Konpeki Plaza wurde ein Code Red ausgelöst. Ja, habt ihr nicht drauf! Bitte verbleiben Sie in Ihren Zimmern und befolgen Sie Doch, die Anweisungen des Personals. Halt durch, Jackie! Nimm mir den Scheiß mit. Jackie, halt durch. Ich baller uns den Weg durch. Lass ihnen keine Chance! Direkt in den Pop! Ich kann ja nicht so gut hacken. Noch so gut hacken. Wer weiß, so hacken kann ich noch nicht so gut. Und schießen kann ich auch nicht gut. So. Jetzt habe ich sogar eine gute Waffe. Also ich kann gar nicht eigentlich jetzt noch losern und auf die Waffe schießen. Aufstellen und Konzentration. Mensch, das, ich sehe wegen diesem blöden Ausrufezeichen den Gegner nicht. Achtung! So will ich das sehen. Im Konzentrationsplaza wurde ein Code Red ausgelöst. Bitte verbleiben Sie in Ihren Zimmern und befolgen Sie die Anweisungen des Personals. Machen wir. So, da müssen wir durch. Borale, wir müssen uns durchschlagen. Ja, mache ich nichts anderes, Jackie, Mausi. Kein Kontakt, ich greife an. Halte durch. Fertig, nähere mich dem Ziel. Oh, die sind ein bisschen mehr gepolstert, ne? Warte mal kurz, ich muss nachladen. Volltreffer. Machen wir mal mit. Nehmen wir auch alles mit. Machen wir mal irgendwann Lesestunde nach auf unserem Petit Plaza. Alle freuen sich. Nicht. Du kannst dich nirgendwo verstecken. Habe ich auch nicht vor, mein Freund. Wie du feststellst, ich bin im YOLO-Modus unterwegs. Achtung. Im Konpeki Plaza wurde ein Kadamadre! Bitte verbleiben Sie mal mit. Einheiten am Boden! Leeres Magazin muss nachladen! Jackie, geh mal weg. Scheiße! Ich hab. Friss Staub! Hab ich, glaube ich, ne? So. Ich könnte auch mal nach unten gehen, aber ach Gott, ihr wisst, ey, ich hab's mit Schleichen so gar nicht und so. So geheim, auf geheimer Mission, das funktioniert nie, weil ich dann immer den falschen Knopf drücke und dann doch voll reinstürme und ach, come on. Wir tun gar nicht so. Wir tun gar nicht so, als würden wir das hinkriegen, weil ich krieg's eh nicht hin. Los, los, los! Warte mal, wo sind die? Oh, da können wir noch was hacken dann. Warte mal, wir müssen aber erst den da ausschalten. Also mal stehen bleiben, dann kann ich die besser treffen. Wir haben schwere Verluste! Bin gleich wieder dabei! Jackie, alles gut. Tu dich ausruhen, Jackie, ich mach das schon. Ich habe das alles voll unter Kontrolle. 55, 1, C, E, 9, 55, 1, C, E, 9. Ich habe ja eh nicht so viel.
Püfferchen. So, wie komme ich denn da rein? Achso, einfach mittendurch. Kein Problem. Das ist jetzt auch schon wurscht. Mitten in der Gefahrenzone. Da kamen wir her. Wir müssen alles looten, ne? Kann ja alles verkaufen dann. Wahrscheinlich kriege ich keine Eddies mehr für den mega geilen Auftrag. Ich muss alles andere mitnehmen. So. Ich hoffe, ich habe das dann auch noch. Die können dich sehen. Jetzt nicht mehr. Das machen wir mal ein bisschen anders, ne? Im anderen Part, in dem Phantom Liberty, haben wir eher mehr so mit Hacken gemacht. Kann ich ja noch nicht so. Jetzt machen wir mal ein bisschen mehr mit Schießen. Ist jetzt nicht so, als könnte ich das mega gut, aber es macht auch mal Spaß. Kontakt, ich greife an! Wo? Kommt ruhig, ihr Hurensöhne! Wo denn? Moden! Oh, warte mal. Vorrücken! Chingada madre! Warte mal, ich muss nachladen. Achtung! Ah! Im Konfetti Plaza wurde ein Terrorist ausgelöst. Rennt die ganze Zeit vor die Mündung. Ah, saubere Nummer. Da war irgendwas. Wir haben eine neue Zugangskarte erhalten. Sehr gut. Gibt's noch was zum Schluten? Ich glaube, irgendwo gibt es hier noch einen Geheimgang, aber ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt so sinnvoll ist. Aber es gibt hier einen Geheimgang. Ich habe das nämlich auch schon mal gemacht. Ich bin noch mal irgendwann ins Compagi Plaza zurück. Da muss man sich ein bisschen durchglitschen. Es funktioniert. Ob es jetzt noch funktioniert, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Und da konnte man durch über irgendeinen Tisch nach oben durch, aber das machen wir jetzt nicht. Wir haben jetzt auf jeden Fall ja die Sachen eingesammelt, die ich ja das letzte Mal da nämlich noch vergessen hatte, weil ich es nicht wusste. Wurde ein Code Red ausgelöst. Warte mal, wo müssen wir hin? Bitte verbleiben Sie in Ihren Zimmern und befolgen Sie die Anweisungen des Personals. Aber das haben wir ja dieses Mal mitgenommen. Die Sachen oben vom Penthouse und das Legion-Ei. Und ich bin echt mal gespannt. Ich werde es jetzt mal ausbrüten, ob ich es echt mal schaffe, den kleinen Legion zu sehen. Dass er was ist denn? Saburo Arasaka. Oh Gott, 150 Jahre. Und heute. Ausgerechnet heute. Ironie des Schicksals, ne? Scheiß Komödie, oder? Oh, bitte. Spar deine Kräfte, Jackie. Wonach sieht das denn aus? Ach, Jackie. Ah, chill, wie. Wir überleben das. Erzähl das, Buck. Vielleicht wäre sie noch am Leben, wären wir nicht so übereifrig gewesen. Lass das nicht an mir aus. Kannst nicht ändern. Oh Gott, Jackie, pst. Tu dich bitte, bitte entspann dich. Sind wir denn jetzt endlich da unten angekommen in der Lobby, ey? Da müssen wir uns jetzt auch nochmal schnitzeln sagen, aber schnitzeln tun wir nicht. Durchschießen tun wir. Räuchert sie aus! Nicht drauf! Du machst das nur noch schlimmer für dich! Komm einfach raus! Geh schon! Schlimmer geht's nimmer! Chingada madre! Rechtzeitig! Sehr gut!
Da ist noch was zum Hacken, das ist sehr gut. Oh, wir haben jetzt hier mal. Sie ist getroffen! Ach, der Kratzer! Der kleine Kratzer, der macht doch nichts. Fuck! Du bist doch tot! Noch nicht. Noch bin ich noch nicht tot. Granate! Muss schon besser schmeißen. Komm her, Junge. Ich hab nicht ewig Zeit. Lass ihnen keine Chance! Oh nein! Warte mal, ich muss kurz hacken. Dann können wir uns dieser Bedrohung stellen. Ich muss mich vor eins. Oh, guck mal. Shit. Ja! Mensch! Ganz unerwartet. Werden wir nicht sowieso schon völlig am Arsch? Bringt so jetzt eh nichts viel mehr. Immer noch schnell mit. Aus dem Weg, Gonius! Also, wir ballern einfach jetzt wie Blöde da drauf. Oh, das war irgendwas gut. Gut erwischt. Boah, diese Stille, ist das nicht schön? So, jetzt nehmen wir den Splitter noch mit. Hoffentlich werden die dann, erkenne ich das dann, dass die anderen, die wir gelesen haben, schon markiert sind, dass wir jetzt wissen, dass wir die neu aufgesammelt haben. Dann alle nochmal schön durchlesen können. Ja, ich höre schon, wie ihr euch alle freut. Yeah, Peanut liest wieder 10.000 Splitter. Oh Gott, nein. Habt ihr kein Loot von dieser überdimensionierten Maschine? Nein? Okay. Ist hier noch irgendjemand? Jackie, halt durch. Setzt mich los! Jackie, halt durch. Jackie, halt durch! Mensch, schalt um! Ich hab einen Leck! Oh Gott, Jackie. Können wir da nicht was draufbüppen? Immer. Wo kam die her? Ich empfehle dringend, keine Zeit beim Einsteigen zu verlieren. Okay. Der Loot musste noch mit. Der ist so nah. Da rein. Drück drauf! Willkommen zurück. Mit Delamain vergessen Sie all Ihre Sorgen. Wenn du nicht gleich losfährst, Targets gleich Sorgen. Hola mia, Garantia. Kundenfeedback registriert. Wie sieht unser Auto aus? Tipptopp in Schuss. Allerdings werden wir verfolgt. Tipptopp in Schuss. Delamain. Modus aktiviert. Das bitte ist der Adam Smasher. Ruhig! Straßenblockade. Ruhig! Ich bitte Sie, freundlich, sich festzuhalten. Scheiße! Gott, Leute. Eine feindliche Jackie. Lufteinheit hat uns im Visier. Überlass das mir. Was? Überlass das mir, kein Problem. Warum geben Sie nicht einfach auf? Ich kann nicht so gut schießen beim Fahren und mitten in der Luft und überhaupt. Das ist wild. Weil wir vielleicht was gestohlen haben, vielleicht deswegen. Feindliche Lufteinheit eliminiert. Oh. Gute Arbeit. Oh Gott, Jackie. Scheiße, Jackie. Wir haben's geschafft. Haben wir wohl. Die medizinischen Sensoren melden, dass Mr. Wells Zustand kritisch ist. Dann drück drauf! Ich tue, was ich kann. Du musst durchhalten, Jackie. Verstehst du? Ich schlage vor, dass Sie Mr. Wells wach halten. Ab jetzt kriegen wir nur noch Premium-Jobs. Hörst du, Jack?
Du wirst reich, Chica. Das spüre ich. Nein, Jackie. Wir werden reich. Du und ich. Der Biochip. Nimm du ihn. Für mich. Jackie. Gott, ey, ich weiß ja, was passiert und trotzdem sitze ich da, Tränen in den Augen. Oh, Jackie. Oh, fuck. Mr. Wells ist verstorben. Wohin soll ich ihn bringen? Was? Das Excelsior-Paket beinhaltet die kostenlose Entsorgung sämtlicher sterblicher Überreste. Ich brauche nur einen Zielort. Wir bringen ihn zu seiner Familie. Er würde zu seiner Familie wollen. Mr. Wells' nächste Blutsverwandte ist Guadalupe Alejandra Wells, Besitzerin der Bar El Coyote Cojo. Ich werde mich darum kümmern, ihn dorthin zu bringen. Mr. DeShawn erwartet Sie in Zimmer 204. Oh Mann, Jackie. Wir sehen uns in der Oberliga, Jack. Fuck, fuck, fuck. Das war nicht ganz so geplant. So, jetzt sind wir in diesem Motel. Das war Plan B. Wenn alles schief geht, gehen wir in das Motel. Ja, es ist vielleicht alles schief gelaufen. Oh Mann, ey. Jackie, wie kann ein Charakter einen innerhalb so kurzer Zeit so mega ans Herz wachsen, oder? Es ist so heftig, aber... Oh Gott, ey. Lass mich rein. Er wartet. Hey, Dex. WNS, N54... Selbst die Piratensender. Deine Fresse ist überall. Ich bin's berühmt. Und Jaxter? Ist er im Auto? Wir wenden uns nun erneut dem Thema der Woche. Ja, er ist im Auto. Tot. Mein Beileid für dich. Dankeschön. Und der Relic? Ich weiß ihn nicht. Ich mag jetzt nicht. Meine gute Nachricht. Gute Nachricht? Saburo Arasaka, tot? Hast du eine Ahnung, in welcher Scheiße ich deinetwegen stecke? Du hast den Kaiser ermordet! Seine Majestät! Nee. Alle, die nur mit einem Finger in der Sache stecken, sind so gut wie tot! Du hast uns doch in die Scheiße geritten! Was war das für eine Vorbereitung? Du wusstest nicht, dass Saburo Arasaka auftaucht? Ich bin nicht sein Scheißassistent! Außerdem hat dir keiner gesagt, du sollst den Mann umbringen! Hab ich ja auch nicht. Das waren wir nicht! Ach ja? Erzähl das den Saka-Ninjas, die dir am Arsch kleben! Okay, ganz ruhig. Wir müssen das taktisch angehen. Neuer Ort, neuer Name. Aber erst dein Gesicht. Alles voller Blut. Das Bad ist dort. Mach dich sauber. Na los. Ich will nicht. Ich bin's. Ja, das gebuchte Shuttle. Heute. Nein, ich kann nicht warten. Ein Platz. Ich zahle Premium.
Kein Platz? Spaceport, Terminal 4. Okay. Wie, mach dich mal sauber. Siehst ja schlimm aus. Ich muss mal kurz meine Wut rauslassen. Oh Mann. Alles schief gegangen. Alles klar. Aua. Zu riskant, wie. Weißt du noch, unser erstes Gespräch? Dex, was soll das? Klingt, als wähle ich lieber das ruhige Leben. Ruhmreich draufgehen können andere. Das war's? Cyberpunk 2077, wir sind gestorben, meine Leute. Wir sind gerade fucking erschossen worden von Dexter DeShawn. Unser Coup des Lebens, den wir mit dem Leben bezahlt haben. Hey! Hey! Und das werden wir uns in der nächsten Folge anschauen. Holy moly, was für ein Trip war das denn, bitteschön. Es ist alles schief gegangen, was nur schief gehen kann. Wir haben mit unserem Leben bezahlt. Jackie ist tot, wie ist tot. Das war spektakulär, oder? Es war mega. Wir sind... ja... ich weiß nicht mal, ob wir jetzt als Legende gestorben sind. Wir sind, wir sind gar nicht über die Oberliga, wir sind gleich abgebogen. Und ja, haben es nicht geschafft, eine Legende zu werden. Fucking Scheiß, ja. Das war alles andere als geplant, aber so ist es wohl, ne? So, ihr Lieben, dann schauen wir mal im nächsten Part, wo wir hier sind. Was das für eine geile Musik da im Hintergrund ist. Und wer die junge Dame da vorne ist. Und wer wir sind. Ne? Weil man hat ja schon gesehen irgendwie, es ist auf jeden Fall nicht wie. Ja, weil wir sind ja tot. So, ihr Lieben. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Und dann hören und sehen wir uns in der nächsten Folge und finden gemeinsam raus, wo sind wir, wer sind wir und warum. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.